Ja, und hallo zusammen. Ja, und es ist wieder Montag und ich bin natürlich hier wieder in Bamberg, hier mit meinem mobilen Setup. Dann gleich später für den Online-Unterricht, Präsenzunterricht heute gibt es dann auch. Ich lege jetzt gleich hier los und wir sehen uns dann morgen wieder. Ja, und guten Morgen hier wieder im Studio zum Online-Unterricht. Jetzt geht es dann gleich hier wieder los. Danach geht es dann wieder nach Gersheim zum Präsenzunterricht und dann wieder hierher zurück zum Online-Unterricht. Gestern war ich auch noch den ganzen Tag Präsenzunterricht, zuerst Vormittag in Bamberg und dann den ganzen Nachmittag dann wieder in Gersheim. Ja, jetzt geht es dann hier los und wir sehen uns dann morgen wieder. C-Dur-Akkord und dann immer plus die Sekunde, also immer plus den zweiten Ton. Also, okay, und das kann man dann verschieben. In der linken Hand so hübsche Haltetöne immer. Ja, das dann ruhig binden hier, dass man da hat. Also man hält dann praktisch das obere B noch und dann, wenn die Terz kommt, dann geht der Daumen weg. Genau. Müsste man das dann hier eigentlich dann so machen. Dass man dann sagt, man macht dann links die Melodie, genau, und oben in halben dann die Chords. Dann kommt gleich danach der nächste, also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, jetzt nochmal, noch einmal, 1, 2, 3, 4, G-Moll, 2, 3, 4, C-Dur, 2, 3, 4, 1, 2. Und dann die halben. Der kommt dann quasi einzeln, also man spielt dann. Also das ist quasi eigentlich überhaupt kein voller Takt. Also quasi so eine Zwischendominante. Also es ist natürlich auch C, aber es ist eigentlich ein C7-Akkord. Und dann zieht er besser rüber, also. Jetzt. Genau, dass man den letzten Takt noch hat. Genau, und dann geht es dann von da aus weiter. Ja, genau. Ich habe es, glaube ich, gar nicht gehört. Genau, erst 1,4 und dann 1,5, weil dann kann man nämlich das F noch hoch ins C binden. Ja, das ist dann so gemeint, also mit 3,5 starten, dann lässt man den dritten Finger los, aber der kleine Finger ist noch hier oben auf dem D. Und dann, wenn 2,4 kommt, geht das D dann oben weg. Also. Und dann hier mit dem Finger 4 aufs Gis. Erste Stufe und dann 4,
5, 1. Also sprich A-Moll, D-Moll und dann eigentlich E-Moll, aber das nimmt man dann hier raus aus dem harmonischen Moll. Dafür gibt es eigentlich das harmonische Moll, ne? Dass dann die Stufe 5 in Moll auch ein Dur-Akkord ist. Ja, spielen wir es gleich noch einmal so und zählen doch dann mal diesen 6/8-Takt mit. Also sprich 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hallo zusammen, Donnerstagvormittag natürlich wieder hier im Studio zum Online-Unterricht. Danach geht es dann gleich direkt nach Künstesau zum Präsenzunterricht und wir sehen uns dann am Samstag wieder. Hier ist ja D-Dur, D7 und dann noch eine B9 mit rein. Das ist dann das S. Ist nicht dann eine D am Schluss. Genau. Und hallo zusammen, hier wieder Samstagabend zurück aus Würzburg-Frauenland vom Präsenzunterricht. Jetzt geht es dann hier wieder weiter in meinem Studio mit Online-Unterricht. Gestern war ich noch den ganzen Tag in Haßfurt, habe dort Präsenz unterrichtet. Jetzt geht es dann hier weiter Online-Unterricht. Wir sehen uns dann wieder am Montag in Bamberg. Euch wieder einen schönen Sonntag und ciao. Dann Untersatz und Übersatz.
einmal rechts, dann geht es praktisch hoch bis zum C. Also einen kleinen Finger abschließen und dann wieder runterwärts. Ein dritter Finger auf E. Und dann kann man das ruhig dann relativ zügig dann hier spielen. Also praktisch von da 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 da